Hello, wir machen weiter mit Let's Play Tomb Raider The Crystals of Immune in den Höhlen des Sobek. Sehr ergiebige Höhlen. Wir haben nämlich schon gleich hier am Anfang mal wieder ein kleines Medipack gefunden. Freue ich mich sehr drüber. Und das hier ist eine Sackgasse. Okay, wir haben hier Wasser entdeckt. Ich schätze mal, dass das der Nil ist, der hier irgendwie ein bisschen unterirdisch verläuft. Das habe ich in der letzten Folge schon gesagt. Und da springen wir jetzt mal rein in das kühle, frische Nass. Und hab gerade mir eingebildet, einen Taucher gehört zu haben. Aber ich glaube, das war irgendwie gerade eine... Ja, etwas... Ich habe gerade schon wieder gemeint, dass ich einen Taucher gehört habe. Ich glaube echt, das hängt mit den Hintergrundgeräuschen zusammen, dass das irgendwie mit den Wassertauchgeräuschen ein bisschen verwirrend ist und wirklich so klingt, als würde ein Taucher auf uns zukommen. Voll interessant. Da unten liegt sogar noch Munition, guck mal an. Die lassen wir natürlich nicht liegen. Frage ist, ob man da vielleicht auch irgendwie durchtauchen kann. Das geht ja manchmal. Aber ich glaube hier an der Stelle eher nicht. So, haben wir hier sonst noch was? Da liegt noch mehr Munition. Das heißt, wir können auch bald mal die Uzis verwenden. Wenn wir schon so viel Uzi-Munition finden, dann können wir diese mega coole Waffe auf jeden Fall auch mal bald nutzen. Hier nochmal gucken, dass da nicht irgendwo ein kleiner Durchgang ist, der vielleicht zu einem Secret oder so führt. Gibt ja 15 Stück. Ich glaube, da... Ja, finden wir noch einige davon. Deswegen müssen wir auf jeden Fall die Augen aufhalten. So, gehen wir mal hier weiter durch die Höhlen. Gucken wir uns das hinführt. Und vor allem bin ich mal gespannt, ob hier auch noch Forscher unterwegs sind, die wir dann töten müssen, oder ob wir es hier eher mit tierischen Gegnern zu tun haben. Ja, da ist schon der erste Forscher. Also, ich habe es irgendwie gerade echt gespürt, dass es nicht so friedlich sein kann und nicht so bleiben kann. Ah, der hat Medipack. Wir haben echt viele Medipacks, oder? 6 große und 12 kleine, die reichen erstmal. Ich glaube, da können wir immer mal auf gut Glück so Pi mal Daumen mal Medipack nehmen. Ich sehe ja leider die Lebensanzeige nicht, aber da brauchen wir auch nicht sparsam sein. Der spielt uns da echt in die Karten. Also alles gut. So, dann kann man, denke ich, in das Häuschen rein. Man kann vielleicht auch drauf. Ist halt nur die Frage von wo. Ob es vielleicht irgendwo ein bisschen höher geht. Das ist alles gleich hoch. Hier vorne geht das nämlich. Seht ihr das? Da ist bestimmt ein Secret drauf. Also ich hätte das gemacht. Und da liegen auch Fackeln. Ja. Juhu, wir haben ein Secret gefunden. Und hier nochmal Munition. Sogar Desert Eagle. Das finde ich richtig geil. Da freue ich mich schon mega drauf, wenn wir die Waffe finden. Und ich würde sagen, wir rüsten auch gleich unsere Uzis aus, weil wir jetzt 160 Schuss drauf haben. Da kann man, glaube ich, schon mal was mit anfangen. Sehr gut, das hat sich gelohnt, nochmal aufs Dach zu klettern. Und dann nehmen wir eine unserer neu errungenen Fackeln und schauen mal hier rein. Da ist nix. Hier geht's lang. Haben wir so ein paar Spinte, wieder mal am PC stehen. Mit einer Technik, die wieder mal ein bisschen ja, erneuerungsbedürftig ist. Aber das Level ist auch, glaube ich, 2005, 2006 gebaut. Also da hat man auch so PCs, glaube ich, gehabt, oder? Okay. Was haben wir jetzt gemacht, Follower? Der Gegner habe ich jetzt gar nicht aufgepasst, aber wir werden das, glaube ich, dann schon sehen. Jetzt machen wir erstmal eine Fackel an. Es ist nämlich echt dunkel hier. Hier geht's raus, ja. Das heißt, wir haben die Tür eröffnet. Da kommen wir da nämlich jetzt durch. Wunderbar. Uch, ich dachte, was ist das denn hier? Ich dachte, da kommt ein Gegner auf uns zu. Aber das ist eine Schubkarre. Mit einer kleinen Schaufel und so einer, ja, Axt oder was auch immer das ist. Sehr schöne Details für das Spiel. So, dann laufen wir mal über diese Brücke. Oh, das hat nicht geklappt. Das laden wir gerade nochmal. Ich hoffe, na, haben wir gespeichert? Ich weiß es nicht. Nein, haben wir nicht. Okay. Gut, da hätten wir einfach jetzt ein Medipack nehmen sollen. Aber wer weiß, ob man da auch wieder so zurückgekommen wäre. Also, ist, glaube ich, besser, dass wir es nochmal neu machen. Also, alles gut.
Ach so, wir müssen die Munition da noch aufheben. Das dürfen wir nicht vergessen. Ich laufe gerade rum wie hier so ein Besoffener. Also nochmal ins Wasser. Und da drin finden wir die Munition. Nehmen wir noch schnell mit. Das lassen wir nicht liegen. Das geht ja mal gar nicht. Wie konnte ich es nur vergessen, Uzi-Munition mitzunehmen? Schande über mein Haupt. Gut, jetzt sind wir auf jeden Fall vorbereitet und wissen, dass ein Typi kommt, gegen den wir kämpfen müssen. Und ja, viel mehr haben wir doch gar nicht gemacht. Wir haben das Secret auf dem Dach geholt und dann den Schalter gedrückt. Also, das war ja wirklich jetzt nicht viel, was wir da wiederholen müssen. Der ging eigentlich jetzt ganz gut nochmal mit Pistolen machen, finde ich. Weil der halt auch keine Waffe hatte und so weit weg war. Eigentlich voll entspannt. Der anderen machen wir jetzt mit Uzis, weil der so schnell um die Ecke kam. Weil da drin auch nicht so gut ausweichen kann. So, jetzt nochmal hier die Sachen mitnehmen. Speichern, das heißt, das müssen wir jetzt nicht noch ein drittes Mal machen. Gut, dann machen wir die Fackel nochmal an. Schauen nochmal hier rein. Und wo war das nochmal? Hier. Da, genau, da ist der Schalter. Jetzt kommt der Typ wieder um die Ecke. Achso, wir wollten noch die Uzis nehmen. Egal, ist doch eh schon tot. Aber beim nächsten Mal nehmen wir die Uzis, versprochen. Hier mit seinem Schraubenschlüssel wollte er uns eine überbraten. Ich glaube doch, es hackt. Hier ist die falsche Richtung, genau da lang. So, jetzt zweiter Versuch. Achso, jetzt müssen wir hier nochmal so ein bisschen rumlaufen. Düpp, düpp, düpp. Speichern. Da will ich nämlich nochmal rüber vorher. Bevor wir da runterfallen und da drauf. Weil ich weiß nicht, ob man da jetzt auch wieder so gut hingekommen wäre. Hier kann man auf jeden Fall schön rum. Ja, Lara, genau. Werf erstmal deine Fackel weg. Immer dasselbe Spielchen mit dieser Frau. Und darüber. Gucken, ob das was bringt. Aua, hat nicht mal geklappt. Fackel, habe ich gedacht, werden wir gleich mal los. Dann stört sie uns hier beim Springen nicht. Denn hier ist auch mehr als genug Licht. Haha. Reimen ist schön. Wie sagt der Pumuckl immer? Das kommt, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch kommt, aber das kam jetzt eine Zeit lang auf BR. Jeden Sonntag 2 Folgen Pumuckl. Das habe ich mir voll gerne angeguckt. Das hat mich voll an früher erinnert. Und der hat auch immer gesagt, ja, ja, und was reimt ist, was sich reimt, ist gut und so weiter. Der hat auch immer ganz viele Reime gemacht, der Pumuckl. Und konnte ja nicht immer alles so richtig aussprechen. Echt ganz süß. Und vor allem, wenn man sich das jetzt nochmal so anschaut, dann merkt man richtig, was der Meister Eder einfach auch für ein Alkoholproblem hat. In jeder Folge trinkt er Bier ohne Ende, pennt dann im Zoo dabei ein, geht der Pumuckl verloren und alles. Das ist echt witzig. Und der Pumuckl mit seinem kleinen Mini-Bier ist sowieso das Geiste. Sehr, sehr schöne Kindheitserinnerungen auf jeden Fall. So, aber was wollen wir denn jetzt hier? Eigentlich wollte ich mir das unten auch nochmal anschauen, aber jetzt sind wir erstmal hier gelandet. Aber dafür nehmen wir jetzt keine Uzi. Das wäre zu schade für das Krokodil. So. Und guck mal, was hier im Wasser ist. Da kann man auf jeden Fall auch durchtauchen. Schauen wir mal, wo das jetzt hier alles hinführt. Hier kann man noch in die andere Richtung tauchen. Aber das geht schwierig, weil da eine Strömung ist. Die Frage ist, ob man dagegen anschwimmen kann. So ein bisschen geht's. Aber ich glaube, da ist nichts. Also wir sehen auch, dass da nichts ist. Da kann man nicht raus. Da ist nichts. Gut, das heißt, wir können ganz normal hier... Wieso kriege ich das Luftleben angezeigt? Das kriege ich angezeigt. Aber das normale Leben nicht. Das verstehe ich nicht.
Das Luftleben ist weiter unten, oder? Weil das sehe ich. Ist ja interessant. Aber das ist ja gut, wenn wir sehen, wie lange wir tauchen können. Das macht es auf jeden Fall einfacher. Ah ja. Sind wir jetzt... Wo sind wir denn jetzt? Aha. Ich speichere gerade mal was ab. Ich will mal was abchecken. Also wenn wir jetzt draußen sind, hier an dieser Stelle, da kann man ja auch irgendwie runter. So. Da ist doch bestimmt auch noch... Da brauchen wir dann einen Schlüssel, okay. Und den haben wir noch nicht. Das heißt, da kommen wir hier nochmal hin. Das ist eigentlich jetzt alles, was ich wissen wollte. Ja, alles gut. Okay. Ne, dann können wir ganz entspannt hier weitermachen. Und ja, was kann man hier machen? Man kann ins Wasser springen. Das ist so ein bisschen wie bei Tomb Raider 3 in der Wüste von Nevada. Wo man dann so dieses tiefe Loch fällt. Und hier kann man auch lang. Das machen wir erstmal. Wir haben ja auf dem Dach schon mal ein Secret gefunden. Deswegen schauen wir mal, ob sich vielleicht hier wieder eins versteckt. Wäre doch schön. Ich würde mich freuen. Aber ich glaube, das wundert euch nicht. Da ist auf jeden Fall ein Schalter. Ich glaube, das ist wichtig. Jetzt haben wir irgendeine Tür aufgemacht. Frage ist nur, was für eine Tür? Ach, die hier drüben, oder? Ja, die ist jetzt offen. Frage ist nur, was ist hier in dem Wasserloch drin? Das geht auf jeden Fall nicht so tief wie bei Tomb Raider 3. Gut, hier kann man langtauchen. Das ist noch so ein... Ah! Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ah, wieder am Level anfangen. Okay, das ist dann sozusagen der Rückweg. Verstehe. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir haben ja die Tür geöffnet. Dann gehen wir da erstmal rein. Finden hier den Schlüssel. Okay, sehr schön. Aha, Lara, musst du sagen. Aha, aha. Und? Komm hier auch runter. Okay, also es gibt zwei Wege. Wie man hier zurückkommen kann, haben wir gerade gesehen. Gut, okay. Dann können wir jetzt den Schlüssel einsetzen und schauen, was hinter der Tür steckt. Ich hoffe ja mal nicht. Halleluja. Alter, der hat mich jetzt gerade ein bisschen erschreckt. Der war unerwartet, wie der da um die Ecke gejumpt kam. Holla die Waldfee. Nee, ich wollte sagen, hoffentlich ist nicht hinter der Tür nicht schon der nächste Kristall. Das wäre irgendwie zu schnell und zu einfach. Das glaube ich aber auch nicht. Gut, dann können wir das jetzt hier nochmal durchlaufen. Das haben wir ja alles schon erledigt. Ist ja schon der Haken dran. Und ich höre wieder eine Fledermaus. Wo sind die? Da. Jetzt haben wir die vorhin nicht ausgelöst. So, jetzt nochmal hier runter. Ach, da ist ein Typ. Jetzt aber die Uzis. Komm. Und da sind die so schnell tot, die Gegner. Das lohnt sich so krass, die Uzis zu nehmen. Richtig gut. So, da kommt, wie gesagt, der Schlüssel rein. Das machen wir jetzt sofort. Jetzt will ich nur noch mal ganz kurz schauen, ob wir hier wirklich nichts übersehen haben. Sieht mir aber auch nicht so aus. Alles gut. Hier liegt auch nichts rum. Da kommt man wahrscheinlich wieder hoch. Das heißt, wir setzen jetzt unseren Schlüssel ein. Was ist es denn für einer? Excavations Key. Ja, rin damit. Würde ich mal sagen. Und dann kommen wir da rein. Wo führt das jetzt schon wieder hin? Oh, da unten finden wir schon in einen Tempel, oder? Okay, das sieht jetzt schon wieder ägyptischer aus, hier das Ganze.
Ah, da müssen wir wieder so ein Ding einsetzen. Okay. Schön. Ja, dann würde ich sagen, den Bereich hier schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Dann erforschen wir das Ganze mal. Aber vorher töten wir noch hier die Schakale. Oder Tempelhund oder was auch immer. Wo ist er denn, der zweite jetzt? Da, hinne. So. Ein Schuss hat noch gefehlt. Ja, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.